Glücksbringerin oder Stolperstein? Buddhismus oder buddhistische Spiritualität und Sexualität ist unser Thema. Ich werde das vermutlich in drei Blocks vorstellen. Ich werde heute damit beginnen unter dem Gesichtspunkt Sexualität in heilsamen Bahnen etwas Einführendes zu sagen. Die Idee ist eine doppelte, einmal zu verstehen, was denn das Wesen der Sexualität ist und dann im Hinblick auf Lebenspraxis mal sich zu überlegen, was ist denn ein heilsamer Umgang damit. Und ich sage vorab, dass es nicht eine einfache Antwort gibt, sondern sehr differenzierte Antworten. Und ich mich bemühen will, an diesem Wochenende möglichst viel in diese kurze Zeit auch hineinzupacken. Das Ganze hängt damit zusammen, sagt der Buddha selbst, dass man zu der tiefsten Betrachtungsweise oder zur tiefsten Einsicht nicht einfach so kommen kann. Und ich erinnere gern an ein Gleichnis, das er selbst verwendet, wenn er von dem großen Ozean spricht. Dann sagt er nämlich, der große Ozean, das Weltmeer, stürzt auch nicht mit einem Schlag in die tiefsten Tiefen ab, sondern senkt sich allmählich, nicht? Vom Ufer an immer tiefer, bis das große Weltmeer irgendwann mal seine tiefste Stelle erreicht. Und so ist es auch mit dem Verständnis des Buddha Dhamma. Man ist am Anfang eher im Uferbereich, möglicherweise lange im Uferbereich, bis man sich ein bisschen an das Wasser gewöhnt hat. Und mit der Zeit geht man dann in dieses Wasser hinein, fängt an zu schwimmen, irgendwann vielleicht auch zu tauchen. Und wenn man Glück hat und geübt ist, kommt man irgendwann auch mal an tiefere Stellen. Und genau so muss das auch sein mit dem Thema, das wir heute behandeln. Wir sind im Uferbereich am Anfang und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Eins kann ich vorab sagen, dass drei Aspekte eine Rolle spielen werden. Der Buddha spricht einmal über sexuelle Aktivitäten, von denen man sicher sagen kann, dass sie zu Konfusion, zu mehr leidvoller Erfahrung, zu Disharmonie, zu Konflikt führen. Er spricht aber auch von Formen der Sexualität, die zu einem freudvolleren Leben, die zu mehr Harmonie, also zu mehr Lebensgenuss führen. Und zum Dritten spricht er aber auch davon, dass alle Versprechungen, die Sexualität macht, alle Versprechungen sich letztendlich nicht einlösen. Das ist wie bei einer guten Reklame. Die verspricht immer mehr, als sie letztendlich hält. Das sind die drei Bereiche. Die Negativität erstmal erkennen, beiseite tun, aber dann irgendwann auch erkennen, wo die Knackpunkte und Mängel bei dem positiven, heilsamen Umgang mit Sexualität ist. Das Thema ist insofern ein zentrales, weil bei Sexualität mehrere unterschiedliche menschliche Anliegen zusammenkommen, die kulminieren quasi darin. Einmal ist sicher anzumerken, dass Menschen da viel an lustvoller Erfahrung haben wollen. Sinneslust ist ein zentraler Bereich von Sexualität. Dazu kommt aber auch das Bedürfnis nach Austausch mit dem anderen, also soziale, kommunikative Bedürfnisse. Und das Dritte ist, dass zwischen Mann und Frau eine oft gar nicht richtig bemerkte oder verstandene Polarität sich ausdrückt. Und der vierte Aspekt ist ein ganz banaler. Viele Menschen wollen Kinder haben. Sie wollen vielleicht sogar, dass die Deutschen nicht aussterben oder dass die Menschheit nicht ausstirbt. Das ist so ein ganz praktisches Anliegen, das auch mit Sexualität verbunden ist. So, und dazu will ich ein paar Ausführungen machen und zugleich nochmal erinnern, was ich gestern Abend gesagt habe. Die Ausführungen, die sich auf uns, die sogenannten Laien, beziehen, werden andere sein als die, die sich auf die Mönche und Nonnen, also auf die Ordinierten beziehen. Dass wir das
klar auseinanderhalten. Und ich will zugleich versuchen, einerseits die Vorschläge, die Regeln, die der Buddha uns nennt, zu erklären, aber gleichzeitig auch zu sagen, warum diese oder jene Regel sinnvoll ist. Nicht? Also die Einbindung in die Gesamtlehre des Erwachten. Und ich fange im Uferbereich an, ja, da wo wir uns befinden. Und wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass schon zu des Buddha-Zeiten und heute auch die allermeisten Anhänger und Anhängerinnen ein bürgerliches Leben geführt haben. Es waren eben keine Ordinierten, sondern es waren Menschen, die geheiratet haben, eine Familie gegründet haben, die einen Beruf ausgeübt haben und die vor allen Dingen das Leben, das sinnliche Leben genießen wollten. Das muss man sich klar machen, dass die Hauptzielgruppe des Buddha immer war und deshalb hier auch das Hauptaugenmerk auf seinen Belehrungen legt. Und ich fange mit etwas ganz Banalem an, ich habe es eben schon mal angetippt, die allermeisten Menschen wollen Kinder haben. Und schon deshalb ist Sexualität im menschlichen Zusammenleben etwas ganz Selbstverständliches, Nahes, einfach zum Leben gehört ist. Aber schon hier sehen wir einen großen Unterschied zwischen der Auffassung des Erwachten und der Auffassung, die wir gleichsam in der Schule gelernt haben. In der Schule lernen wir ja, dass gleichsam mit dem Geschlechtsakt neue Wesen entstehen. Die werden da, wenn ihr so wollt, geschaffen. Ja. Mann und Frau kommen zusammen. Und wenn alles irgendwie richtig funktioniert, ist 9 Monate später ein neues Lebewesen auf der Welt. Sexualität als Schöpfungsakt. Und John Saar schüttelt der Buddha sozusagen innerlich den Kopf und sagt, so ist es nicht, meine Damen und Herren. Wenn ein neues Leben geboren wird, dann ist das im Kern gar nicht neu. Denn dieses Lebewesen, das sich nach 9 Monaten manifestiert, war vorher schon da, also Präexistenz. Und das heißt für Sexualität oder den Sexualakt, dass das gar kein Schöpfungsakt ist, sondern in einem gewissen Sinne eine Einladung, eine Möglichkeit, manchmal eine unfreiwillige Einladung, wie auch immer, aber eine Möglichkeit für ein Wesen, das schon da ist und das nach Wiedergeburt drängt, sozusagen Eingang zu finden in diese Art von menschlicher Existenz. Also keine Zeugung, sondern eine Zugangsmöglichkeit zu dieser Art von Existenz. Nochmal, schon das zeigt, dass Sexualität im Menschlichen eine Selbstverständlichkeit ist. Und genauso selbstverständlich war es für den Buddha, der ja ein Realist war, der war ja nicht weltfremd, zu sehen, dass Sexualität für die allermeisten Menschen auch eine Quelle von Lust ist, ja, von sinnlichem Erleben, von Freude, die einfach in der Begegnung von Mann und Frau existiert oder aufkommt. Heißt auf Deutsch, es geht dem Erwachten gar nicht drum, ob es Beziehungen zwischen Mann und Frau geben soll, sondern es geht ihm darum, wie diese Beziehungen aussehen, damit die möglichst heilsam und gut sind. Und da gibt es eine Generallinie, die in allen seinen Belehrungen eigentlich zum Tragen kommt. Und diese Generallinie heißt, eine gesunde Mitte einzuhalten zwischen allen möglichen Extremen. Mittlere Weg ist ja ein Stichwort, das in den buddhistischen Lehren immer auftaucht. Und was ist der mittlere Weg? Zunächst allgemein gesprochen in Bezug auf Sexualität. Es ist die Mitte zwischen dem zwanghaften Verzicht oder der gewaltsamen Unterdrückung sexueller Bedürfnisse und dem anderen Extrem, seinen erotischen Bedürfnissen hemmungslos, blind, regellos einfach zu finden. Und irgendwo zwischen Triebverfolgung ohne Kontrolle und Triebunterdrückung, genau in der Mitte liegt das, was der Buddha empfiehlt. Und damit sind wir
bei einem wichtigen Punkt, den ihr euch merken solltet. Eine heilsame Sexualität, über die der Buddha spricht, ist dann gegeben, wenn man sich selbst bestimmte Einschränkungen auferlegt, aus einer Einsicht heraus. Das sind drei Stichworte. Erster Stichpunkt ist Einschränkung. Das hört man vielleicht gar nicht gern im ersten Moment. Oh je, jetzt Achtung, jetzt geht's mir ans Leder. Also Einschränkung ist die Rede. Das zweite ist, dass man diese Beschränkung sich selbst auferlegt. Das ist auch wichtig. Da kommt keiner und sagt, du darfst nicht mehr, du sollst nicht mehr, es ist verboten das. Sondern man kommt selbst zu der Überlegung, es ist für mich besser, wenn ich das und das tue, beziehungsweise nicht tue. Und der dritte Gesichtspunkt war Einsicht. Man soll nicht etwas tun oder lassen, von dem man gar nicht überzeugt ist. Nur dann, wenn man selbst sieht, wenn ich mich so und so verhalte, dann tue ich mir und allen anderen eben etwas Gutes. Und das ist die Generallinie. Also einmal die Mitte zwischen den Extremen und dann die Einsicht, dass man zu einem besseren Verhalten kommt, um am Ende auch davon zu profitieren. Und das bedeutet natürlich, was man allen Kulturen irgendwie hat, dass eine der Grundempfehlungen ist, ein ausschweifendes Leben, ein ausschweifendes sexuelles Leben, ja, zu verlassen oder darauf zu verzichten. Und das fängt mit dem an, was man Promiskuität nennt. Also jeder mit jedem, wann sich's gerade und wo sich's gerade ergibt. Und ein Satz, wie das der Buddha formuliert, lautet, da geht jemand Frauen nach wie Tiere gleich viel welchen. So, das wird das unterste an Level, das man nicht unterschreiten soll. Sie ist sozusagen zum Tier machen, weil ein Tier rein instinktiv handelt. Da kommt ein Trieb auf und ein Tier so guckt, wie kann ich das befriedigen. Das ist beim Menschen oft genauso. Nur das macht gerade das Menschliche aus, dass man nicht nur instinkthaft handelt, sondern dass man auch ab und zu mal seinen Geist einsetzt. Oder ich habe mich mal mit einem buddhistischen Freund unterhalten, der diese Stelle etwas anders übersetzt und er schlägt vor, das so zu verstehen, sie gehen fremden Frauen nach, als ginge es um ihr Leben. Ist anders übersetzt, aber im Kern geht es um das Gleiche. Es meint nämlich, dass Sexualität so wichtig ist, als würde man nur dafür leben, als wäre das das Zentrale überhaupt, als wäre das der Lebensmittelpunkt. Und das Ähnliche, was Einschränkung angeht, ist die Empfehlung, sich nicht auf Prostituierte sozusagen einzulassen, jetzt aus Männerperspektive, weil da im Grunde eine ähnliche Haltung existiert. Da ist einfach nur ein körperlicher, sinnlicher Trieb, der sucht, wo kann ich den befriedigen und wer sozusagen das Objekt in Anführungsstriche der Befriedigung ist, ist mir in dem Moment völlig egal. Und das wäre auch eine Form von Sexualität, die sicher üblich ist, aber eine, die nicht wirklich ein humanes, ein menschliches Niveau hat. Und dahinter steht die Idee oder die Erfahrung, der Buddha spricht ja nicht aus Spekulation heraus, sondern aus einer tiefen Einsicht und Erfahrung in die Lebenswirklichkeit. Dahinter steht die Idee, dass Sexualität ihren Platz hat in einer stabilen, verlässlichen Partnerschaft. Also nicht beliebig, sondern dass da eine tiefere Beziehung auch besteht. Und das wiederum hat gewisse Verhaltenskonsequenzen. Und die bestehen darin, dass einmal die Empfehlung des Erwachten ist, deshalb nicht in andere fremde Partnerschaften einzubrechen, aber gleichzeitig auch aus der eigenen stabilen Partnerschaft nicht auszubrechen. Also beides sozusagen zu lassen, beide Verletzungsmöglichkeiten auszuschließen. Und der Buddha wurde mal gefragt, wie ist denn das, wann ist man denn dem Untergang verfallen? Jetzt erschreckt nicht, was die Antwort ist. Wenn man nicht zufrieden ist mit der eigenen Frau, man unterm Dirnenvolk sich zeigt, mit Frauen anderer sich vergeht, das ist ein Grund für Untergang.
Die sagte eben, bitte nicht erschrecken, weil dann vielleicht da so bestimmte Erinnerungen jetzt auftauchen. Der Buddha dramatisiert nicht jetzt, sagen wir mal, so ein Fehlverhalten, dass man mal von der guten Linie abweicht, dass man mal stolpert und mal hinfällt, dass man irgendwie sozusagen die Norm überschreitet. Darum geht's nicht, dass man mal über die Stränge schlägt, ja. Das wird nicht gerade begrüßt, aber worum es hier geht, ist, dass Untergang vorprogrammiert ist, wenn solche negativen Verhaltensweisen zu Standards werden. Nicht, wenn es für einen selbstverständlich ist, dass man sich so oder so verhält, wenn das eine Charaktersache ist. Denn was unsere Charaktersache ist, das gestaltet ja unser Erleben und das gestaltet ja auch das, was wir künftig an Erfahrung oder an karmischen Resultaten zu erleben haben. Ist auch völlig klar. Also wenn man mal aus der Bahn schert, dann gibt's Krach zu Hause, wenn es rauskommt. Meistens kommt es ja raus. Also es gibt Krach. Und das ist das Minimum, was eintritt. Aber wenn das sozusagen auf Dauer sich etabliert, dann ist klar, dass sich auch Partnerschaften zerrütten und irgendwann das mal zu Ende geht. Und spätestens da merkt man, welche Konsequenzen ein bestimmtes Verhalten hat. Und damit sind wir bei einem altmodischen Begriff der Treue, der, wie ich mitkriege, bei jüngeren Leuten heute wieder eine größere Rolle spielt als vor 10, 20 oder 30 Jahren. Irgendwie scheint da wieder etwas in diese Richtung zu wachsen. Und ich will nur ein Beispiel euch mal nennen aus der Tradition, wie weit Treue gehen kann. Wirklich ganz erstaunlich, wie weit das möglich ist. Ich habe gestern Abend von einem Musterehepaar gesprochen, das uns immer mal wieder begegnet in diesen Tagen. Nakula Pitta und Nakula Mata heißen die beiden. Und da hören wir von dem Mann zunächst mal folgendes Bekenntnis. Er sagt, seitdem mir, o Herr, also er spricht mit dem Buddha, seitdem mir, o Herr, der ich damals noch jung war, die ebenfalls junge Nakula Mata, die Hausmutter, als Frau zugeführt wurde, wüsste ich nicht, dass ich Nakula Mata, die Hausmutter, auch nur in Gedanken vergangen hätte, geschweige denn in Handlungen. Überlegt es mal, nicht mal in Gedanken vergangen hätte. Wer kann denn von sich behaupten, ja, dass nicht mal wenigstens der Kopf ab und zu mal in so eine Richtung geht? Und dann kommt noch das Schönste überhaupt. Unser Wunsch ist es, o Herr, dass wir einander nicht nur in diesem Leben sehen, sondern auch im nächsten Leben sehen werden. Überlegt euch, was das für eine Art von innerlicher Beziehung ist, dass man sagt, ja, nicht nur jetzt, bis der Tod uns scheidet, sondern auch darüber hinaus wollen wir als Paar zusammen sein. Und da gewinnt man ein Stück schon von Ahnung, was auch eine zwischenmenschliche Beziehung von Mann und Frau bedeuten kann. Jetzt mache ich eine kleine Einschränkung, weil man dann vielleicht sofort denkt, dass Treue dann unbedingt etwas mit Monogamie zu tun hat oder haben muss. Das wäre nicht ganz richtig, weil die Einehe etwas ist, was in unseren Breiten gang und gäbe ist. Aber im alten Indien war es durchaus möglich, dass ein Mann, der nur genug Geld hatte und sich das finanziell leisten konnte, auch mehrere Frauen heiraten konnte. Und dann war es nicht Untreue, wenn er ja dienstags zu X und donnerstags zu Y gegangen ist. Das ist im Rahmen sozusagen der vorgegebenen und allgemein akzeptierten Regeln war das dann noch sozusagen selbstverständlich. Und wenn ich es recht sehe, war es ja auch im alten oder im modernen Tibet so, dass eine Frau mehrere Männer heiraten konnte und in Bhutan mehrere Frauen einen Mann heiraten konnte. Also das ist sozusagen mehr auch eine gesellschaftliche Art, Dinge zu regeln und nicht unbedingt eine spirituell festgelegt. Aber es bleibt sozusagen die Grundidee,
dass man sowas wie eine feste Bindung und auch etwas wie Verantwortlichkeit und so weiter in eine solche Beziehung einbringt. Damit seht ihr schon, dass die Beziehung Mann-Frau nicht nur etwas sehr Äußerliches ist, sondern sehr mit innerer Haltung zu tun hat. Und die Grundhaltungen, die für Buddhistinnen und Buddhisten ja gelten, die Grundregeln, die damit verbunden sind, sind die fünf Silas. Dass wir die nochmal in Erinnerung rufen. Die fünf Silas sagen, niemanden zu töten. Nicht zu nehmen, was einem nicht gegeben wird. Wenn man redet, bei der Wahrheit zu bleiben. Und wenn man einen schönen Abend haben will, trotzdem auf Alkohol, Drogen etc. zu verzichten. Fehlt das dritte Sila, auf sexuelles Fehlverhalten zu verzichten, als Übung. Und das ist so formuliert, dritte Sila, ich nehme die Übung auf mich, von sexuellem Fehlverhalten Abstand zu nehmen. Das ist zunächst die äußere Regel, aber dahinter steht ja immer das Prinzip des Nichtschädigens. Nicht? Die Absicht, so zu handeln, dass ich anderen mit meinen eigenen Wünschen oder der Bedürfnisbefriedigung, die ich im Auge habe, nicht weh zu tun. Das heißt, für Sexualität auch Befriedigung dann zu lassen, wenn es auf Kosten und zu Lasten andere geht. Und das kannst du mit äußeren Verhaltensregeln nur antippen, aber es gibt ja so viele Einzelfälle und so viele Facetten des Themas, dass du das gar nicht richtig aufzählen und komplett nennen kannst. Deshalb ist es notwendig, dass man sich das Prinzip, das die Silas ausdrücken, zu eigen macht. Und das nochmal heißt, nicht auf Kosten und nicht zu Lasten anderer. Das heißt konkret, dass man auf sexuelle Handlungen verzichten sollte, die verletzend sind, die herabsetzend sind, die ausbeuterisch sind. Auf solche, wo Druck ausgeübt wird, sag mal, ja? Wo Zwang im Spiel ist, wo irgendwelche Tricks, Verführung oder was auch immer im Spiel ist, nicht? Wo man auch auf die Wünsche und Möglichkeiten des Partners, der Partnerin keine Rücksicht nimmt. Das ist alles damit einbegriffen. Ich lese euch noch einen Satz vor, wo noch ein anderer Aspekt dargestellt ist. Es gibt drei Arten von körperlichem Verhalten, also sexuellem körperlichem Verhalten, die nicht im Einklang mit dem Buddha Dhamma stehen. Da hat jemand Geschlechtsverkehr mit Frauen, die unter der Obhut der Mutter, des Vaters, von Mutter und Vater, des Bruders, der Schwester oder Verwandten stehen. Mit Frauen, die einen Ehemann haben, die vom Gesetz geschützt sind und sogar mit jenen, die den Schmuck der Verlobten tragen. Was heißt das? Es meint, dass es mögliche Sexualpartner gibt, die aber eine besondere Schutzwürdigkeit haben. Also wo man so vorne herein weiß, Achtung, halt, hier hast du nichts zu suchen. Das eine ist vorhin schon mal genannt. Also die verheiratete Frau oder der verheiratete Mann hat grundsätzlich nichts mit mir zu tun. Ja? Aber auch niemand, der schon gebunden ist. Ja, ach, ihr heiratet ja erst am Samstag. Na gut, dann könnt ihr, heute ist ja, was haben wir? Heute ist Freitag, dann geht's ja noch so ungefähr. Ja. Das wäre nicht dem Ideal entsprechend. Und vor allen Dingen auch, wenn es um unmündige Menschen geht. Also um Kinder. Wir hatten gestern Abend das Thema. Ja, oder um Abhängige in Abhängigkeitsverhältnissen, wo man also Situationen ausnutzt, weil man in einer, ja, weil man am längeren Hebel sitzt, weil man weiß, da ist jemand abhängig von mir, der muss unter subtilem oder massivem Druck dem nachgehen, was ich möchte. Also das wäre ausgeschlossen. Nochmal, man kann und braucht all die Einzelfälle, die auftauchen können, nicht aufzuzählen. Es gibt Generallinie. Handle so, dass du niemandem dabei wehtust, weil sich das am Ende nicht auszahlt.
Noch ein letzter Satz zu den Silas, die klingen ja immer einschränkend. Tut das nicht, ja, hört da auf. Aber die Silas haben immer zugleich auch einen positiven, einen gewährenden Charakter. Nicht? Man kann darauf verzichten, in andere Ehen sozusagen einzubrechen, in andere Partnerschaften einzubrechen. Man kann aber auch positiv gewendet versuchen, ein fürsorglicher, treuer und verlässlicher Partner in der eigenen Beziehung zu sein. Nächster Punkt, den ich ansprechen will, bezieht sich darauf, dass man Sexualität nicht als ein isoliertes Phänomen betrachten soll, denn die menschliche Lebenssituation hat ja viele Facetten und viele sozusagen Bezüge zur Umwelt und zur Mitwelt. Und jede Mann-Frau-Beziehung ist eingebunden in viele andere Beziehungen noch. Und eine davon ist die materielle und ökonomische Beziehung. Hört mal folgenden Satz noch aus einer der Lehrreden des Buddha. Fünffach ist die Art, wie der Gatte seiner Frau entgegenkommen soll. Mit Achtung, nicht mit Verachtung soll er ihr begegnen, ihr kein Unrecht tun, sie nicht gebieterisch behandeln, ihr genug zum Unterhalt darreichen. Ist also auf fünffache Weise der Gatte seinen Frauen entgegengekommen, so nehmen sie sich auf fünffache Weise des Gatten an. Wohlbestellt ist das Hauswesen, wohlerzogen das Gesinde, kein Gebot wird übertreten, das Besitztum ist in treuer Hand, man ist geschickt und behende bei jeder Arbeit. Jetzt vor 2500 Jahren gesagt, wir sollten uns nicht stören lassen an einer Rollenverteilung damals, die im Grunde heute noch ganz ähnlich ist, ja. Aber Rollenverhalten sind wandelbar, darauf kommt es nicht an. Worauf es hier ankommt, ist was ganz anderes. Auf welcher moralischen, ethischen Ebene begegnen sich die Partner? Es ist egal, wer die Hemden bügelt oder wer Geld verdient. Entscheidend ist, wie Mann und Frau miteinander umgehen. Hier heißt es nicht gebieterisch sein. Ja, das ist ein revolutionärer Gedanke, zu sagen, Ehe, Beziehung soll eine partnerschaftliche Angelegenheit sein, nicht wo der eine sagt, ich bin der Chef und du bist der Sklave, so ungefähr. Also, dass auch geschaut wird, dass dieser ganze Bereich der ökonomischen, der sozialen Beziehungen, in der man zu Hause ist, dass das auch unter diesem Gesichtspunkt des inneren Wohlwollens dem anderen gegenüber organisiert ist. Und da haben wir den wichtigen Punkt, dass diese Beziehung zwischen beiden auf Verantwortung basiert, ja, auf wechselseitigem Wohlwollen, auf Loyalität, auf Rücksicht, auf Ehrlichkeit und all den Phänomenen, die eine Partnerschaft und eine Beziehung lebenswert machen und auch im Grunde für Stabilität sorgen. Und da hören wir nochmal unser Musterbeispiel beziehungsweise das Muster-Ehepaar, von dem der Buddha nun die Frau mal sehr lobt. Ja, ich habe gestern Abend das schon mal angetippt. Das sollte man wirklich zur Kenntnis nehmen, wie hier einem Mann gesagt wird, Mensch, was hast du für ein Glück, dass du diese Frau getroffen hast. Heil dir, o Hausvater, heil dir. Gut hast du es getroffen, der du in der Hausmutter Nakula Mata eine so fürsorgliche und auf dein Wohl bedachte Ermahnerin und Unterweiserin gefunden hast. Wenn es unter meinen weißgekleideten Laienanhängerinnen solche gibt, die die Sittenregeln erfüllen, die innere Geistesruhe erreicht haben, die in dieser Lehre und Zucht festen Fuß gefasst und Halt und Trost gefunden haben, die dem Zweifel und der Ungewissheit entronnen sind und Selbstvertrauen besitzen, unabhängig von anderen in des Meisters Satzung, so ist die Hausmutter Nakula Mata eine von ihnen. Und da sieht man, dass Ehe mehr bedeutet, als dass die Bettfedern fliegen, so habe ich das wohl irgendwann mal formuliert, sondern dass da hier eine sehr viel tiefere, sehr viel andere Ebene von Beziehung auch noch angesprochen ist. Ja.
Nakula Mata ist hier eine Hausmutter, ein Vorbild, aber eben nicht nur, weil sie die Hemden bügelt und mittags das Kochen besorgt, was übrigens sehr praktisch ist. Aber hier wird gesagt, die Frau ist die Ermahnerin des Mannes. Ja? Sie kümmert sich auch um ihren Mann. Insofern sie guckt, dass der geistig vorankommt, dass der seelisch nicht verarmt, ja? Dass der sozusagen auch eine Stütze hat, die jenseits des Ökonomischen und rein Sexuellen ist. Und damit sind wir ja schon lange in dem Bereich, wo wir sehen, dass Sexualität gleichsam überhöht wird oder überhaupt gestaltet wird durch innere seelische Kräfte, durch positive Kräfte. Und zwei davon will ich nochmal besonders erwähnen, weil der Buddha von ihnen sagt, dass sie die Welt beschützen. Ja, das ist ein großer Ausspruch. Aber der Warte sagt wörtlich zwei Fähigkeiten, die man haben kann, nämlich sittliche Scham, Schamgefühl und Scheu sind Eigenschaften, die die Welt beschützen. Warum? Zwei helle Eigenschaften beschirmen die Welt. Welche zwei? Schamgefühl und sittliche Scheu. Wenn nämlich diese beiden hellen Eigenschaften nicht die Welt beschirmten, so würde man da weder seine Mutter anerkennen, noch der Schwester, noch der Mutter Schwester, noch des Onkels und des Lehrers Frau und die Ehefrau ehrenwerter Männer. So würden die Menschen sich vermengen wie Schafe, Ziegen, Hühner, Schweine und Schakale. Klingt ziemlich dramatisch, aber da sieht man, welche der Bedeutung der Erwachte diesen beiden Eigenschaften zumisst. Denn beides, Scham und Scheu, sind, wenn man so will, Warnlampen, die dann aufblinken, ja, wenn sich innerlich etwas auftut, wenn man etwas will, wenn ein Impuls auftaucht, dann blinken diese Warnlampen und sagen, Achtung, eben geht's auf glattes Eis oder eben geht's direkt auf eine Grube zu, in die du hineinfällst. Das heißt, dieses Gewissen, es ist ja das bessere Wissen in uns, der sich ab und zu mal meldet und sagt, jetzt willst du wieder das und das, aber du weißt doch im Grunde, dass das nicht wirklich tauglich ist. Also das sind zwei Eigenschaften, die im Idealfall uns im Vorfeld daran hindern, etwas zu tun, was man im Nachhinein bereut. Und da gibt es ein schönes Gleichnis dafür, für Scham. Das Gleichnis ist, dass Hiri, so der Pali-Ausdruck, wie ein Festungsgraben ist. Nicht? Der Graben schützt, der schafft Distanz vor was oder zu was? Zu ungutem, unheilsamen Denken, Reden und Handeln. Und wer hinter dem Festungsgraben ist, der ist beschützt, der bleibt sozusagen unangegriffen. Und was hier unangegriffen ist, ist die innere Reinheit. Nicht? Also das, was einem ja ein wichtiges Gut sein sollte, weil innere Reinheit letztendlich darüber bestimmt, wie wir uns im Leben fühlen. Und Scham ist etwas, wo wir uns selbst kontrollieren. Und das hat sehr unterschiedliche Facetten natürlich. Manchmal schämt man sich erst dann, wenn man einem anderen richtig was Schlimmes angetan hat. So im Nachhinein, ach, das war nicht wirklich gut. Aber manchmal schämt man sich auch schon, wenn man nur einen Gedanken hat, wo man das Gefühl hat, das ist ja wirklich unter deinem Niveau. Und da gibt der Erwachte auch Hilfen, ja? Hilfen, die wir schon haben. Jeder hat so ein bisschen von diesem Schamgefühl mindestens in sich. Er sagt, achtet darauf, das ist eine große Unterstützung, immer dann, wenn ihr ja, abzugleiten droht, euch wieder auf die richtige Spur zu bringen. Und entsprechend ist auch diese andere Eigenschaften, die er Scheu nennt. Scham bezieht sich, wie ich sagte, auf sich selbst, man kontrolliert sich selbst, aber die Scheu ist immer, was sagen die anderen dazu? Ja, das ist auch eine große Stütze. Was würdest du denn sagen oder wie würdest du denn empfinden, wenn alle wüssten, was du da immer tust oder gerade eben tun willst? Ja? Und Scheu hat noch einen tieferen Aspekt. Das ist auch das
tiefe Wissen, dass das, was ich tue, seine karmischen Früchte hat. Ja? Dass ich klar machen, was immer ich jetzt mache, mag im Moment sehr befriedigend und schön und lustvoll sein, aber die Rechnung kommt. Und wer sich das klar macht und nicht immer nur nachher klar macht, sondern im Moment, wo er dabei ist, irgendeine der Regeln zu übertreten, erst in dem Moment ja, hat man die Chance, das zu lassen, bevor man in die Falle reingetappt ist. So, das mal als ein erster grober Überblick, was die Grundregeln sind. Noch nicht begründet jetzt im Einzelnen, das will ich später tun, warum es sich lohnt, die Regeln einzuhalten, nur mal um zu zeigen, wie die Bandbreite aussieht. Aber ich muss noch ein paar Ergänzungen machen, weil das sonst zu knapp wäre. Denn, und das werden wir jetzt auch zur Kenntnis nehmen an unserem Musterbeispiel, an unserem Musterehepaar, es ist durchaus auch möglich, dass Sexualität nicht nur in diesen selbst eingeschränkten Formen in der Ehe oder in der Beziehung praktiziert wird, sondern dass auch Partner immer mal wieder auf die Idee kommen, wir lassen es einfach mal ganz. Wie wäre es denn damit? Und nochmal unsere zwei. Also der Mann, nee, die Frau spricht. Ja. Denn sowohl du, Hausvater, als auch ich, wir beide haben seit 16 Jahren als Hausleute den keuschen Wandel auf uns genommen. Altmodisch ausgedrückt, aber die Botschaft ist klar. Wir beide haben vor 16 Jahren damit aufgehört. Nicht? Und Nakula Mata, Nakula Pitta heißt, sie waren Vater und Mutter von Nakula. Mit anderen Worten, sie kennen das Geschäft. Das war Teil ihres Lebens früher. Und irgendwann haben sie gesagt, ach, wir lassen's. Aber aus dem Kontext wird völlig klar, dass das jetzt nicht ist, ach, schade, jetzt geht's nicht mehr und all das, sondern sie sind darüber hinaus. Sie sagen sich, wozu brauchen wir das noch? Also es ist kein bitterer Verzicht für sie, sondern es ist sozusagen eine Art Reifezustand, wo die Verlagerung von körperlicher Bedürftigkeit hin zur seelischen Bedürftigkeit und zum seelischen Ausgleich so groß geworden ist, dass sozusagen der Bettfedernrest einfach sich erübrigt hat. Nicht? Aus einer inneren Fülle heraus geschieht etwas, was vorher gar nicht möglich war, weil aus einer inneren Bedürftigkeit heraus üblicherweise Sexualität stattfindet. Nicht? Wer alles hat, wenn man als Mann alles innerlich hat, braucht man keine Frau. Nur wenn man hier spürt, da fehlt was, dann gucke ich, wo ist draußen mein Objekt, das diesen Mangel befriedigt. Und diese beiden, von denen ich immer mal sprach, das sind nicht die einzigen. Ich will noch ein anderes Beispiel anführen von einem auch Hausvater, wie gesagt wird, Ugo heißt der, der einen sehr guten Ruf genießt, weil er auch als treuer Anhänger des Buddha galt zu seiner Zeit. Und der berichtet von sich auch in einer ganz ähnlichen Art und Weise. Er sagt, ich besaß, o Herr, 4 jugendliche Gattinnen. Ja? Ich aber ging zu diesen Gattinnen hin und sprach zu ihnen, ich habe nun Schwestern, die Sittenregeln auf mich genommen, mit der Keuschheit als 5. Diejenige unter euch, die es wünscht, mag hier diese Besitztümer genießen und gute Werke tun und zu ihren Verwandten gehen. Diejenige aber, die einen Mann wünscht, möge mir das sagen, wem ich sie zuführen soll. Auf diese Worte hin bat mich die älteste Gattin, sie einem gewissen Manne zuzuführen. Darauf ließ ich, o Herr, jenen Mann kommen und mit der linken in die Hand der Gattin ergreifend und mit der rechten das goldene Wassergefäß haltend, übergab ich sie jenem Mann. Während ich aber so mein jugendliches Weib weggab, Herr, da merkte ich keine Veränderung in meinem Herzen. Kann man sich das vorstellen, ja? 4 Frauen, aber nicht 70, sondern 4 jugendliche Frauen. Und er sagt,
Was wollt ihr? Wollt ihr heim zu den Eltern wieder gehen? Wollt ihr den gemeinsamen Besitz weiter genießen? Wollt ihr einen anderen Mann? Könnt ihr alles haben, bitte, aber ich nicht mehr. Und die eine sagt, ja, ich hätte da Interesse an dem. Und er sagt, okay, hol den bei, und dann bringt er die zusammen und er spürt keine Veränderung mehr in seinem Herzen. Das ist der entscheidende Satz. Das heißt, er hat da gar kein Verzicht mehr. Es ist etwas, was sich da äußerlich abspielt, ohne dass er von diesem Phänomen Sexualität überhaupt noch tangiert ist. Ungefähr so, jetzt überspitze ich ein bisschen sehr, wie wenn die Müllabfuhr kommt und den gelben Sack abholt. Ja? Also da hat man auch in der Regel keine inneren, wie soll ich sagen, ja, Verlustempfindung. Ach, jetzt ist der gelbe Sack weg. Ist sehr übertrieben, aber ich will nur ein bisschen darauf hinweisen, da ist keine Empfindlichkeit mehr da. Das ist sozusagen eine Lebenssituation, ja, wo da keine Verletzbarkeit oder keine Attraktion mehr in irgendeiner Weise da ist. Ja. So, und dann komme ich, bin zum Schluss und dann können wir gleich in die Fragen eintauchen. Und jetzt komme ich nochmal auf die Betonung, also dass dieses Übersteigen von Sexualitäten, das heißt es immer, es heißt nie Verzicht auf etwas mit zusammengebissenen Zähnen, das funktioniert nicht, sondern das Übersteigen ist etwas, was der Buddha nicht generell empfiehlt, dass wir das bitte nicht jetzt in den falschen Hals kriegen. Der Buddha empfiehlt, all die Regeln einzuhalten, die ich vorher genannt habe. Er sieht auch, dass es möglich ist, innerhalb einer Ehe und einer Partnerschaft ohne Sexualität auszukommen, und zwar besser auszukommen als vorher. Aber es ist keine generelle Empfehlung. Hört alle auf, ja, das nicht. Aber was er empfiehlt, und damit ende ich meinen Vortrag heute, dass man die Regeln des Uposatha-Tages einhält. Und der Uposatha-Tag ist ein Tag in der Woche, der einer speziellen Übung und speziellen Besinnung dient, wo die fünf Sila, die man üblicherweise immer einhalten sollte, an dem einen Punkt der Sexualität noch einmal, Anführungsstriche, verschärft wird, heißt auf Deutsch, dass man an diesem Tag auf Sexualität verzichtet. Also nicht generell, sondern an dem einen Tag sozusagen übungshalber mal das probiert, was die Mönche und Nonnen immer tun. Und mit diesem letzten Zitat will ich meinen Vortrag für heute erstmal beenden. Zeitlebens meiden die Geheilten die sexuelle Begegnung. Betonung: Zeitlebens meiden die Geheilten die sexuelle Begegnung. Enthaltsam und abseits lebend halten sie sich fern von dem üblichen geschlechtlichen Verkehr. Und auch ich meide heute, diesen Tag und diese Nacht die sexuelle Begegnung. Enthaltsam und abseits lebend halte ich mich fern von dem üblichen geschlechtlichen Verkehr. In dieser Eigenschaft folge ich den Geheilten nach und den Feiertag werde ich befolgt haben. So viel als erste Runde und Überblick. Wir werden heute Nachmittag nochmal drüber reden, was Sexualität bedeutet. Ist es etwas Normales oder ist das eher eine Entfremdung? Und morgen uns nochmal spezieller angucken, wie das im Orden sozusagen bei den spirituellen Profis aussieht und vor allen Dingen warum, sozusagen die Hintergründe für die Regeln, die ich jetzt nur kurz angerissen habe. Der Wolfgang hat aber schon die erste Frage gehabt. Ja, du hast eben dieses Beispiel von dem erzählt, der gesagt hat, der seinen Frauen freigestellt hat, etwas anderes zu machen. Gibt es da noch irgendwie Umfeldinformationen dazu? In welcher Situation war er denn? Oder steht das einfach so im Raum? Nein, das steht nicht im Raum. Es gibt von diesem Ugo, so heißt er, einen Bericht,
in dem 10 seiner guten Eigenschaften aufgeführt werden. Und aus diesem Kontext entnimmt man, dass er jemand war, der irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, ach, das normale weltliche Leben ist nicht das, was mich wirklich erfüllt. Und der ist irgendwann einmal dem Buddha begegnet und sofort in der ersten Begegnung hat er das Empfinden gehabt, da ist jemand, der weiß Bescheid. Also so eine Art tiefes Vertrauensempfinden. Und dann ist er relativ schnell zu einem Schüler, zu einem Anhänger des Buddha geworden und hat versucht, das in seinem Leben zu realisieren, also mehr aus der inneren Fülle herauszuleben und weniger aus der äußeren Fülle. Und ist irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ein Reifungsprozess in ihm so weit war, dass er sagt, ja, ich brauche die vielen Bezüge nach dem Außen, brauche ich gar nicht mehr, weil ich aus der inneren Fülle lebe und merke, dass das, was früher an Sexualität in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, eher für mich ein Hindernis ist, als dass mich das befriedigt und voranbringt. Sven hat gestern Abend in dieser Richtung schon das auch so angedeutet, ja. Wenn man einmal merken würde, welcher Ballast abfällt, wenn dieser ganze Bereich in unserem Leben nicht mehr die große Rolle spielen würde oder gar keine Rolle mehr spielt, ja, dann wird man vielleicht schneller auf das hinarbeiten, was uns da Uko vorgemacht hat. Es gibt einige ganz berühmte Schriftsteller, Philosophen etc., die in ihrem Alter immer zu diesem Ergebnis gekommen sind. Ach, was ein Glück, dass ich das los bin, so ungefähr. Ja? Aber erst wenn man es los ist, kann man rückblickend sagen, was man da für eine Last mit sich herumgeschleppt hat, wenn man immer noch in der Situation ist, wo einem das was sagt, einem etwas bedeutet oder auch die Verlockungen noch groß sind, dann ist natürlich das Bild, ach, da ist es, das musst du haben und besitzen und genießen, etwas ganz anderes. Aber das ist ja gerade unsere Lebenssituation, dass wir von vielem verlockt sind, was uns der eigene Geist, das eigene Herz in grellen, leuchtenden Farben darstellt, ohne dass wir tief genug die Eigenschaften sehen, die dahinter stehen. Das war ja übrigens auch das Thema des letzten Jahres, wo wir der Frage nachgegangen sind, was ist denn Sinnlichkeit, wie weit kann denn Sinnlichkeit zu Glück und Zufriedenheit beitragen und wo ist es ein Hindernis? Und da war die generelle Aussage des Buddha echt mehr Frust als Lust. Magdalena. Was wäre gewesen, wenn eine der vier Frauen gesagt hätte, ich möchte bei ihr bleiben und ich möchte weiter mit ihr Sex leben? Denn Sexualität soll ja innerhalb einer Beziehung passieren, das ist ja wichtig. Und hier stellt dann die Beispiel, wie du es vorgetragen hast, stellt dann sie ja vor den Tatsachen und sagt, ihr ist nicht mehr. Ich sag das mal so. Ja. Was wäre dann gewesen für sie? Das wäre Pech gewesen. Für die Frau. Für die Frau. Aber passiert das nicht täglich? Nein, nicht täglich, aber immer mal wieder, dass sich Menschen in einer Beziehung nicht mehr einig sind. Nicht? Dass der Mann nach Hause kommt und sagt, du, wie wär's? Und die Frau sagt, ich habe heute große Wäsche gehabt. Oder wie auch immer. Verstehst du? Na ja, aber es ist immer sozusagen der Konflikt, dass innerhalb einer Ehe die Entwicklung unterschiedlich läuft oder die Interessen unterschiedlich laufen. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich komme übrigens auf ein Beispiel morgen nochmal zurück, wo sozusagen diese Wünsche sehr unterschiedlich waren, ja, wie man sich da arrangiert hat. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass es im Leben tatsächlich manchmal knirscht, nicht? Dass der Mann nach links will und die Frau nach rechts. Aber so, das lässt sich nicht letztlich vermeiden. Und selbst wenn der Mann sagt, okay, ja, in Gottes Namen, dann ist es auch nicht das, was es früher mal war, wenn beide sagen, so, jetzt steht es an, wir wollen das beides, ja. Aber das ist einfach, denke ich, eines der Grundprinzipien im Zusammenhang mit Sinnlichkeit. Sinnlichkeit hat immer Haken irgendwo. Und du hast ein konkretes Beispiel genannt. Sie will, er will nicht. Es kann ja umgekehrt sein. Ich habe sonst die Vorstellung in der Beziehung, dass es auch um Ausbalancierung geht und um Sprechen darüber und Austausch. Also dass es häufig auch Kompromisse gibt. Also es muss nicht so radikal sein. Muss es nicht, nein. Ich meine,
Das ist ja auch etwas, was hier kommuniziert wird. In dem Fall war das eine eindeutige Entscheidung. Aber stellt euch vor mal, in der Biografie des Buddha war es ja im Grunde ähnlich. Ja? Der Buddha sagte, eines Tages, nachdem auch sein Sohn geboren war, Rahula, ja, Buddha war ja auch Vater, ist er zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, du, tut mir leid, aber ich muss einen anderen Weg gehen. Ich werde die Familie verlassen, ich werde dich verlassen und ich werde versuchen, Freiheit zu finden. Und das Endergebnis spricht für den Buddha. Ja. Das hat im Moment wehgetan, klar, weil die Frau auf den Mann verzichten musste. Aber im Endeffekt ist Siddhartha Gautama ein Buddha geworden und hat es geschafft, dass auch seine Frau und seine Kinder und die Eltern Heilige wurden. Also am Ende frei wurden von jeder Form von Leid. Ja. Also unter dieser Perspektive gesehen war der Effekt, der Endeffekt größer als der Schmerz, der im Moment aufgetaucht ist. Und dass das Leben nicht ohne Schmerzen auskommt oft, ist einfach eine Tatsache, die man nicht übersehen kann. Ich denke halt, wenn so eine Entscheidung getroffen wird, dann fragt sich ja wirklich nur, wer leidet. Entweder die Frau leidet oder der Mann, indem er das, oder umgekehrt, es kann ja auch eine Frau sein, die das nicht mehr möchte, ne? Dann müsste sie in der Beziehung das eigentlich erleiden, weil sie nicht mehr will. Also einer leidet dann sowieso. Es gibt Situationen, wo Schmerz nicht vermeidbar ist. Genau. Ja? Aber mir ist vorhin bei deinem Vortrag, deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben, Scham und Scheue hattest du angesprochen. Da habe ich so, bin ich so wieder in meinem alten Beruf, damals Sozialarbeiterin und viel mit sexuellem Missbrauch und solchen Sachen zu tun gehabt und mit Kindern und was nicht alles. Und da habe ich mir gedacht, Scham und Scheu ist immer da, in jeder Form, wenn so eine Beziehung da ist. Entweder, du hast auch davon gesprochen, wenn man etwas verfolgt voller Nachhalt, dann fehlt hier irgendetwas. Mhm. Ne? Und oftmals ist bei dem Täter die Scham und Scheu nicht vorhanden. Mhm. Ist einfach nicht vorhanden. Aber das Opfer hat sie. Mhm. In dem Moment, wenn man damit spricht, ist das Schuldgefühl, was er nicht hat, die Scham, die er nicht hat, und die Scheu beim Opfer zu finden. Mhm. Und dann ist mir das öfters mal so auch aufgefallen, dass gerade in dem Moment, wenn jugendliche Kinder und so, gerade in diese Entwicklungsprozesse der Scham, der Scheu und des Schuldgefühls hineinkommen, dass sie da am ehesten noch missbraucht werden. Mhm. Weil das der andere nicht hat. Oder sagen wir mal so, in dem Moment nicht hat, wo das Verlangen so groß ist. Und das ist ja gerade das Problem. Ja? Also in dem Moment, wo ein starker Impuls auftritt, ich möchte, ich brauche, ich muss haben, blendet man gerade das bessere Wissen aus. Genau. Oft, nicht immer, oft. Ja? Oder es ist eben so leise, dass man sagt, ja, du, liebes Gewissen, du kannst dich nachher wieder melden. Momentan kann ich dich nicht brauchen. Aber jeder hat so ein bisschen das bessere Wissen in sich. Eigentlich weiß man, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Na, wie gesagt, da wo der Drang stark ist, will man auf das bessere Wissen nicht hören und nachher kommt es umso stärker zurück. Ach, hättest du doch nicht. Ja, aber es gibt Zeiten, wo die Menschen so verblendet sind, dass sie das gar nicht spüren. Verblendung ist genau der Punkt, ja? Weil in dem Moment alles ausgeblendet wird, was Heilsames ist. Ja. Und deshalb ist ja hier sozusagen der Hinweis, achtet auf eure innere Stimme. Die weiß oft viel besser, als was das verlockende äußere Bild euch suggerieren will. Achtet darauf. Nochmal gut, dass du auf den Punkt kommst. Ich hatte dir das Gleichnis nicht erwähnt, das der Buddha da nennt. Nicht? Bei der Scheu spricht er, das ist nicht wie so ein Festungsgraben, der uns schützt vor falschem Tun, sondern das ist so ein Umgang um die Festung herum, wo man einen weiten Blick hat. Nicht? Auf so einer Festung oben hat man einen weiten Blick. Und der weite Blick ist hier, was sind die Folgen deines Handels? Was kommt da raus, wenn es vorbei ist? Ja? Wenn das innere Nagen dann größer wird, wenn die äußeren Reaktionen kommen, bis hin ja, zu Handschellen oder was auch immer. Das ist dieser Überblick, den Scheu beinhaltet,
guckt nicht nur auf das, was im Moment gut tut, ja, was im Moment sozusagen der Befriedigende ist, sondern sieh das Ganze. Sieh das, was unterm Strich steht. Ja. Der Michael. Ich weiß nicht, ob die Frage für dieses Seminar zu weit führt, aber wenn der Buddha selbst den Zeugungsakt, ablehnt, so würde ich es mal formulieren, oder nicht mehr als erstrebenswert ansieht, dann frage ich mich, wo bleiben all die verlorenen Seelen, die sich wieder reinkarnieren wollen? Also da hätten wir uns, glaube ich, missverstanden. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass die meisten Menschen ein bürgerliches Leben führen, dass die meisten Menschen oder viele Menschen Kinder haben wollen und deshalb Sexualität für den Buddha etwas völlig Normales ist für Menschen, wie ich sie bezeichnet habe. Den Unterschied habe ich nur insofern gemacht, als ich sagte, das ist dann gar kein Zeugungsakt, sondern Vater und Mutter kommen zusammen und ein drittes Wesen tritt hinzu und dann kommt ein Wesen hier wieder zum Vorschein oder tritt wieder in diese Existenz. Aber wo du das ansprichst, der Buddha spricht nicht davon, wie wir das etwa aus der christlichen Kirche kennen, seid fruchtbar und mehret euch. Also diesen Rat gibt er nicht. Er hat nichts dagegen. Aber er sagt nicht so, Leute, auf jetzt. Ja? Und das hat natürlich weitreichende Konsequenzen auch für Sexualität. Überspitzt formuliert würde die katholische Kirche sagen, also Leute, wenn das nicht darauf abzielt, dass da Nachkommenschaft rauskommen, dann wäre das nicht in Gottes Sinn, so ungefähr. Und das schneidet einen großen Teil von Sexualität ab, theoretisch, weil all das, wo es nur um Lust geht, komm, ich habe Lust auf dich, ja, das würde dann quasi einem Verbot unterlegen. Und der Erwachte sieht dieses beides zusammen, das Legitime, den legitimen Wunsch, Kinder zu haben, aber auch den legitimen Wunsch auf dieser Ebene, wir wollen Lust miteinander haben. Von daher gibt es im buddhistischen Kontext viel weniger Einschränkungen, was Sexualität angeht, als etwa in der christlichen Tradition, aus dem genannten Grund. Ja. Also nicht jeder Akt bedeutet, ach, hoffentlich kriegen wir Kinder. So ist die Lebenspraxis. Und wer in so einer strengen Tradition aufwächst, nicht, der hat immer Gewissensbisse. Ja? Vereinfacht ausgedrückt. Ja? Weil er immer so im Hinterkopf schwebt, ja, du solltest eigentlich nur, wenn du Kinder haben willst. Eine Frage dazu, es gibt jetzt verschiedene, also ich habe von verschiedenen Ansichten gehört, wann das Bewusstsein in den Mutterinnen eintritt. Hast du da eine Quelle oder eine Ansicht dazu? Es geht ja letztendlich auch darum, wann beginne ich das Töten? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also soweit ich die Tradition verstehe, und wir werden heute Nachmittag genau auf diesen Punkt Zeugung nochmal zurückkommen. Ja, von daher ist es ein kleiner Vorgriff. Nee, dann machen wir es gleich. Dann hole ich mal auch. Dann machen wir das, wenn das hier passt, will ich das auch mal gleich vortragen, was der Buddha dazu sagt. Das wird das Original dann auch mal hören. Das muss ich jetzt nur raussuchen. Denn da wird beschrieben, wie dieser Zeugungsakt funktioniert, beziehungsweise wie das Ganze abläuft. Ich finde es nur gut. Wenn die Vereinigung von Vater und Mutter stattfindet, und die Mutter ihre fruchtbaren Tage hat und das Wesen, das wiedergeboren werden soll, anwesend ist. In diesem Fall findet eine Empfängnis durch das Zustandekommen dieser drei statt. Also da heißt es A, nicht Zeugung, hatte ich heute Vormittag schon erwähnt, sondern es heißt Empfängnis. Die Frau empfängt. Aber sie empfängt etwas, was da ist, ein jenseitiges Wesen. Michael sagt, was ist denn mit den Seelen, die da wieder so inkarniert werden wollen? Diese Seelen, nennen wir sie mal so, sind auf der Suche nach einer Möglichkeit,
wo kann ich wieder Eintritt in menschliche Existenz haben? Sie sehen, dass Vater und Mutter oder ja, zwei Geschlechtspartner in Aktion sind und sagen, das ist meine Chance. So sind angezogen von diesem sinnlichen Akt, treten sie in den Mutterleib ein. Und das Zusammenkommen der drei, das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Aber, und da will ich eine kleine Einschränkung machen, ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen ungesichert, was ich jetzt sage, dass diese Verbindung nicht gleich hundertprozentig fest ist oder nicht immer gleich hundertprozentig fest ist, sondern dass das am Anfang auch ein bisschen noch variierend ist. Ja. Vielleicht durchaus Wesen, die sich mal entschieden haben dahin oder Umständen auch dann wieder sozusagen den Mutterleib verlassen und sozusagen diese Aktionsstätte nicht mehr weiter berücksichtigen. Das wäre sozusagen Erklärung dafür, warum Kinder plötzlich sterben, nicht mehr da sind. Die sind einfach wieder gegangen, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Und das ist auch der Grund, warum viele Kinder, die schon geboren sind, auch noch nicht hundertprozentig in dieser Welt sind. Sondern sie sind mal da, ja, und mal sind sie auch wieder in ihrer Vergangenheit, noch in ihrem vergangenen Leben. Ja, reden ja auch oft noch von Erfahrungen, von einem vorangegangenen Leben. Das heißt also, das ist auch etwas, was wächst, ja, oder was wachsen kann, wo so ein Erstkontakt sich wieder auflöst oder was normalerweise ist, aus diesem Erstkontakt einfach sich der innere und äußere Entwicklungsprozess so fortsetzt, bis es zur Geburt kommt. So, jetzt haben wir den Michael, dann die Annette. Könnte man so weit gehen, dass man sagt, also dieses Wesen, was eintritt, ist eigentlich nicht das Wesen, was zu den Eltern gehört. Also, dass viele Eltern ja auch Kinder ablehnen, weil die sagen, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Also ich sagte ja vorhin mal ein bisschen flapsig, dass die Eltern Gastgeber sind, aber manchmal unfreiwillige Gastgeber, ja. Das ist so, wie wenn es bei deiner Haustür klingelt, du machst auf und da steht Tante Frieda da, obwohl du die gar nicht brauchen kannst im Moment. Auch ein bisschen überspitzt formuliert, aber bei vielen Eltern ist es so, wir wollen jetzt zusammen sein, aber Kinder wollen wir eigentlich nicht. Aber die kommen trotzdem, weil diese Situation da ist. Und es sind aber auch genau die Eltern, die sie suchen und brauchen. Ja, das ist ja nicht wahllos, wie die Kinder zu ihren Eltern kommen. Es ist auch nicht wahllos, wie die Eltern ihre Kinder bekommen, sondern es muss eine innere Affinität bestehen, zumindest in einem oder zwei wesentlichen Punkten. Also jeder, der geboren ist, hat seine Eltern aus bestimmten Gründen heraus. Das ist nicht auf Zufall basiert. Das ist eine innere Affinität. Ob das dann wirklich gewünscht ist mit Herzenswärme, das ist eine ganz andere Sache. Annette. Heißt das, dass aus buddhistischer Sicht eine Abtreibung eine Tötung ist? Einfach ausgedrückt, ja. Und gibt es, also habe ich so verstanden, es war jetzt eine Rückversicherungsfrage für mich, und gibt es in der buddhistischen Sicht Situationen, wo eine Abtreibung keine unheilsamen, negativen karmischen Folgen hat? Zum Beispiel nach Vergewaltigung, oder ist das ganz grundsätzlich so zu sehen? Da gibt es eigentlich nur eine doppelte Antwort. Einmal grundsätzlich ist Töten töten. Beißt keine Maus einen Faden ab. Aber das Motiv ist schon unterschiedlich. Ja? Also wenn eine Frau vergewaltigt wurde und man dazu eine Abtreibung rät, ist sie immer noch eine Abtreibung. Aber es ist ganz etwas anderes, als wenn es ein Paar sagt, ach, wir wollten doch eigentlich nächstes Jahr in Urlaub fahren. Ja, jetzt kommt das Kind ein Jahr zu früh, lass uns erst noch mal nach Acapulco fahren und dann danach, im nächsten Jahr, dann probieren wir es noch mal. Das wäre eine ganz andere Qualität. Mhm. Ja. Töten bleibt töten, aber in welchem Kontext, mit welchen eher egozentrierten Motiven oder eher nachvollziehbaren verständlichen Motiven es geschieht, ist schon ein großer Unterschied. Der Buddha sagt ja, die Absicht ist die Tat, also was an geistiger Haltung dahinter steht. Wenn jemand tötet, nur um eigene Befriedigung zu finden, dann ist es moralisch nicht gerade das Allerbeste, sage ich mal vorsichtig. Ja.
So, der Wolfgang, du hattest dich gemeldet. Ja, etwas, was du eben gesagt hast, mit der Affinität, mit der das dritte Wesen die Eltern sucht. Lohnt es sich darüber nachzudenken, wie solche Affinitäten zustande kommen? Ich finde es eine interessante Frage, aber ich weiß nicht, ob es eine beantwortbare Frage ist. Wie sie zustande kommen? Ja, also wie sie zustande kommen, ein paar so ein Beispiel. Ja, dafür passt jetzt nicht genau hier zu dem Thema, aber das ist doch, ich finde es eine sehr interessante Frage. Ja, ist eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich ein konkretes Beispiel jetzt dazu hätte. Ja? Aber sagen wir mal so allgemein gesprochen, was wir erleben, ist die Frucht früheren Handelns. So, und wir werden in anderem zusammen, oder wir haben ja auch schon darüber geredet, dass beispielsweise eine innere Haltung von Großzügigkeit dazu führt, dass man eine Welt erlebt, die auch großzügig ist. Also wenn du zeitlebens ein gebender Mensch warst, ein gebendes Wesen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in Umständen wiedergeboren wirst, wo auch Großzügigkeit, Geben, Reichtum da ist, groß ist. Das heißt, das ist deine innere Affinität. Du bist ein Gebender, du kommst zu Eltern, die auch gebend sind, ja? Wenn du ein Geizkragen bist, ein übler Mensch bist, neidisch, geizig, ärgerlich, zornig, von deinem Wesen her, dann wirst du in Umständen geboren, die das genau repräsentieren. Du wirst Eltern finden, die genau diese Eigenschaften haben. Oder vielleicht genau die Eigenschaften haben, die du suchst. Das kann natürlich auch sein, ja? Dass du endlich mal zu Eltern willst, die dir bestimmte Fehler auch zeigen oder bestimmte Dinge präsentieren, die du brauchst. Also es kann spiegelbildlich sein, aber immer gilt die Regel, das, was draußen passiert, ist der Reflex von dem, was in dir an Kräften, an Haltungen und an früheren Taten da war. Und es ist interessant, vielleicht mal nachzugucken, warum bin ich denn genau bei diesen Eltern geboren? Ja? Die Frage stelle ich mich auch. Und es gibt so viele Punkte, wo ich mit meiner Mutter mal so in die Haare gelange. Ja? Wo sie Eigenschaften hat, die ich nicht ausstehen kann. Aber das hat nicht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, das sind genau die Eigenschaften, die ich selbst habe. Ja? Ich ärgere mich immer noch über sie. Aber wenn ich klar bei Verstand bin, weiß ich eben, ärgerst du dich wieder über dich selbst, weil du draußen siehst, was du selbst bist. Und das kann man mal rausfinden, da kann man viel über sich lernen, wenn man sich mal überlegt, wie sind eigentlich meine Eltern gestrickt? Warum bist du genau hier gelandet? Ich habe es bis heute noch nicht beantworten können. Ja? Aber ich weiß, weil ich dahin passe aus irgendwelchen Gründen. Ja? Deshalb bin ich da gelandet. So, der Michael dann sofort. Ja, der Reihe nach, sonst kriege ich Ärger. Mit der Affinität, das ja. Habe ich noch nie begriffen. Also, ja. Du sprichst von der Affinität des Paares. Die muss vorhanden. Die auch. Ich sprach jetzt von der Affinität des Wesens, das zu diesem Paar hinzutritt. Ja, aber sprechen wir mal von der Affinität des Paares. Ja. Dann habe ich ein Problem, weil ich kann mir kein Paar vorstellen, dass sich zum Beispiel ein schwerstbehindertes Kind wünscht. Ja, das hat damit nichts zu tun, dass das ein Wunsch ist. Oder überhaupt in der Vorstellung oder wie auch immer. Aber wie kommt dann so ein Wesen zu diesem Paar? Also, ich will mal ein ganz anderes Beispiel nennen. Also kein Mensch hat Affinität zum, wie heißt der den Kuckuck auf unseren... Gerichtsvollzieher, das Wort fehlt mir. Also kein Mensch hat Affinität zu einem Gerichtsvollzieher in dem Sinn, dass er sagt, ach, ich wünsche mir, dass der morgen kommt. Ja? So, aber wenn du Schulden und Schulden und Schulden machst, dann kommt der. Das ist die Affinität. Affinität heißt ja nicht positiv, ich will, dass das eintritt. Sondern Affinität heißt, dass ich eine Beziehung dazu habe. Und eine Beziehung kann auch negativ sein. Also Schulden machen heißt, eine Affinität zu jemandem entwickeln, der dann kommt und sagt, jetzt musst du deine Schulden bezahlen.
Und so gilt das sozusagen generell. Ja? Das ist ja kein bewusster Akt, dass jemand sagt, ich mache Schulden, damit der kommt. Aber das ist die Folge von bestimmten Verhalten. Und das gilt generell. Ja? Okay. Zu Wolfgang. Es gibt ja, tiefer gesehen, den sogenannten Daseinstrieb oder Daseinsneigung. Und mit Guillaume Hassfinger. Und der führt dann zu ähnlichen Eltern, wie du in deinem Herzen schon bist. Das haben wir ja eben versucht rauszukristallisieren. Aber das Erste, das wollte ich dir sagen, diese Daseinsneigung, die in jedem Menschen ist. Zu dir wollte ich sagen, wenn ein jenseitiger eintritt in den Mutterleib, dann tritt er mit Bewusstsein und mit Triebe, Neigung, Tendenzenhaushalt ein. Es ist nur natürlich logischerweise noch nicht so ausgeprägt, dieses Bewusstsein, wie bei dir jetzt. Aber es tritt mit ein. Es tritt ein kompletter Mensch, Nama, Psyche, tritt in diesen Körper ein. Deswegen ist dieses Bewusstsein schon da, aber wie gesagt, nicht ausgeprägt. Danke für diese Ergänzung. Habe ich eine Wortmeldung übersehen mittlerweile? Ich habe vorhin meine Hand gehoben. Als es darum ging, dass zum Beispiel auch ein Wesen, das sich eingenistet hat sozusagen, die Seele, die dazu oder was es auch ist, zu dir gekommen ist, auf einmal von selbst wieder verschwindet. Mhm. Das ist ja auch eine Abtreibung, im Grunde genommen. Also die Eltern freuen sich drauf und der verschwindet einfach. Ja. Ja, das kann ja sogar nach der Geburt noch sein. Also das, was man plötzlich einen Kindstod nennt. Ja? Keiner weiß, was da passiert. Aber der Buddha sagt an einer Stelle, es kann sein, dass sich Vinyana, das ist ein anderer Ausdruck für Seele, dass das wieder sich sozusagen verabschiedet, dass das wieder geht. Und dann ja, wundert man sich, die Frau gesund, Kind gesund, alles sozusagen vom Äußeren gesehen gesund und dann ist das Wesen nicht mehr da. Ja? Aber auch das ist im Rahmen der Existenz etwas, was vorkommt. Ja, genau wie manche Wesen 120 Jahre alt werden und manche 50 Jahre nur und manche nur 2 Jahre und ein halbes Jahr. Das hängt damit zusammen, dass die Beschaffenheit des Wesens, von der Hans Heinrich sprach, in dieser Komplex, den wir Gierhassenverblendung nennen, dieser seelische Komplex, dass der unterschiedlich gestrickt ist. Er ist immer so gestrickt, dass er die passende äußere Situation findet, die Affinität, und er ist so gestrickt, dass sich im Äußeren das dem Inneren entsprechend manifestiert. Und das ist die ganze Bandbreite des Lebens, die wir da vor uns haben. Und es ist nicht zu beschweren, den Land. Nein, die alten Inder, ich sage das ja immer mal wieder, die alten Inder sagen immer Tat Tvam Asi, das bist du. Ja? Nehmen wir das ganz wörtlich. Ja, wir empfinden ja immer so eine Trennung, hier ich, da ihr. Aber im Grunde seid ihr alle, wie ihr hier sitzt. Spiegelungen von dem, was in mir irgendwie war oder ist. Das manifestiert sich jetzt außen. Und umgekehrt gilt das auch. Wenn ich hier sitze, ist das, was sich jetzt manifestiert, euer Anteil, den ihr mitgebracht habt aus früheren Bezügen, der jetzt einfach nur äußerlich sichtbar wird. Ja. Man begegnet niemand Fremdem und nichts Fremd, sondern immer nur eigenem Vergangenen, karmisch gesprochen, das jetzt ja, sich manifestiert, zurückkommt als Bild, als Erlebnis, als äußere Erscheinung. Deshalb ist ja gerade die Idee des Buddha, dass man sich so verhält, dass man sich besser und anders verhält, dass das künftige Erleben so ist, wie man es möchte. Ja? Also keine Schulden mehr machen heißt, künftig wird der Gerichtsvollzieher nicht auftauchen. Also wir haben jetzt in der Hand, was wir künftig erleben. Und wenn wir das auf Sexualität beziehen, wenn der Ugo seine Frau nach Hause schickt, aber ohne innere Bitterkeit, sondern weil er über Sexualität hinausgewachsen ist, wird er im Idealfall als ein brahmisches Wesen wiedergeboren, der sich
oder dass ich nicht mehr kümmern muss, wo ist die Frau, die mich glücklich macht, weil er dann schon glücklich ist. Ja? Während jemand auf dem Sterbebett liegt und daran denkt, ach, jetzt muss ich all die schönen Frauen lassen, die es in Deutschland gibt, jetzt muss ich sie alle zurücklassen, ich werde sie nie mehr sehen, der genau entwickelt die innere Affinität zu Frau, zu Objekt, zu Gegenüber. Und der wird künftig wieder in einer Situation auftauchen, wo all die schönen Mädels wieder um ihn sind. Und dann entscheidet sich, ja, ob er Zugriff auf diese Mädels hat oder ob die Mädels alle nur sagen, du, ich gehöre aber einem anderen, was willst denn du von mir? Mit dir kann ich nichts anfangen. Also haben wir auch da Ursache, Wirkung, karmisches Handeln und karmisches Erleben.